Das ist ihr Selbstvertrauen, als sie noch ein Kind waren. Sie konnten alles werden, was sie wollten. Feuerwehrmann, Pilot, Millionär, Prinzessin. Dann kamen die Leute, von denen sie gelernt haben, ihre Familie, ihre Eltern, ihre Freunde. Die haben gesagt, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen. Die haben gesagt, die Ausbildung ist viel zu teuer. Die haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die haben gesagt, dafür bist du zu groß, dafür bist du zu klein. Das ist ihr Selbstvertrauen heute. Und jetzt gibt es einen Grundsatz, und der lautet, handle mutig und du wirst mutig. In der Reihenfolge. Handle mutig und du wirst mutig. Es gibt Dinge, die sie sich nicht trauen, aber sie tun sie trotzdem. Sie trauen sich nicht, ihre krebskranken Verwandten im Krankenhaus zu besuchen, aber sie tun es trotzdem. Sie trauen sich nicht, ihren Chef nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, aber sie tun es trotzdem. Sie trauen sich nicht, eine andere Antwort zu geben, als die, die sie bisher gegeben haben, aber sie tun es trotzdem. Handle mutig und du wirst mutig. In der Reihenfolge.